Wunsch gedrückt, Wunsch geliefert. Ja, kann man so sagen. Du brauchst dich da nicht drum kümmern. Du drückst auf den Knopf, stellst sie ein und sie läuft. 4 Tonnen die Stunde, liefert sie. Fertig. Die Maschine, die vorher da stand, die konnte kleines Material ein bisschen und großes Material ein bisschen oder gar nicht. Also die Aufgabe war immer katastrophal. Es ist entweder viel zu viel gekommen, dass die Maschine komplett überfahren worden ist, oder es kam gar nichts. Da wir eben halt so ein unhomogenes Material haben, von klein bis groß, war mir ziemlich schnell klar, ich brauche eine Maschine, die ein bisschen mehr kann als ein normaler Aufgabebehälter. Die ganze Entwicklung, ich werde da nicht alleine gelassen. Ich hatte da vom Christian Lage eine Zusage, dass wir das zusammen machen und dass er mir die nötigen Techniker auch zur Seite stellt. So, und dann ging es eigentlich los, dass wir unsere ersten Erfahrungen damit gesammelt haben, an der Software gefeilt haben, dass ich gelernt habe, auch mit der Maschine zu arbeiten, sprich schnell fließendes Material, dass ich die Maschine hinten runter senken kann, um es einzubremsen, den Materialfluss über die Schütte vorne schmaler hinzubekommen, damit die Aufbringung aufs Band wirklich perfekt funktioniert. Ja, für die Mitarbeiter ist es natürlich so, dass die an der Anlage stehen und du kannst sie einstellen und die können ihre Kontrollarbeit oder Sortierarbeit, die sie letztendlich an dem Band dahinter machen, dass das vernünftig auszuüben ist. Einen kontinuierlichen Fluss, eine humane Aufgabe. Das, was am wichtigsten ist, um die Komponenten, die danach sind, vernünftig zu speisen. Ich habe da Materialien drauf von 10 bis 150 mm im Siebschnitt. Und dafür würde ich im Metallrecycling, kann ich die Anlage auf jeden Fall weiterempfehlen. Jeder, der ein Handy bedienen kann und eine WhatsApp schreiben kann, ist in der Lage zu sagen, ich möchte manuell eine Umdrehung ändern. Ich möchte manuell die Position der Maschine verändern, hinten hoch, hinten runter. Und wenn ich sage, ich möchte den Wiegemodus aktivieren, dann drücke ich auf Wiegemodus aktivieren und darunter kann ich eingeben, wie viel Tonnen ich haben möchte. Ja, und das sind so die Erfahrungswerte, die ich jetzt seit 1,5 Jahren mit der Maschine sammle und auch mir gezeigt hat, auch, dass es mit Spalleck der richtige Weg war. Ich bin der Meinung, dass sie sehr, sehr gut funktioniert.